Der Vortrag wird auf Deutsch gehalten werden, obwohl der Titel Englisch ist. Der Vortrag trägt den Titel The Price of Energy and Reducing CO2 Emissions des per Terawatt Hours. Es geht darum, was der ideale Energiemix der Zukunft ist. Unsere Sprecherin ist Julia Riede. Sie ist promovierte Nuklearphysikerin, hat als Physikerin gearbeitet und sich dann entschlossen, Medizin zu studieren. Tut mir einen Gefallen und begrüßt sie mit einem guten Applaus. Einen wunderschönen guten Abend und willkommen in Zedernick. Zedernick ist der Markt oder der kleine Bezirk, wo wir hier sind. Und der hat eine Bevölkerung von ungefähr 14.000 Menschen. Und wenn man da mal ausrechnet, was so ein normaler Deutscher quasi braucht pro Tag an Energie und das dann mit der Population von Zedernick multipliziert, dann bekommt man einen täglichen Energieverbrauch von 243 Kilowattstunden. Ja? Also generell habe ich den ganzen Talk so gestaltet, dass Quellen immer in den Fußnoten zu sehen sind. Wenn ihr mehr Informationen braucht, dann könnt ihr mich nachher gerne ansprechen. Da komme ich aber später dann noch dazu. 243 Kilowattstunden. Kann sich irgendwer, ich sehe euch nicht leider, normal habe ich ein bisschen mehr Kontakt zum Publikum, da kann ich ein bisschen mehr Fragen stellen. So, ich weiß nicht, ob ihr eine Vorstellung davon habt, ob das viel oder wenig ist. Ja. Ein übliches Offshore-Windkraftwerk, also eine einzelne Turbine hat ungefähr 5 Megawatt Leistung. So ein Kernkraftwerk hat so 1,3 Gigawatt ungefähr. Ich weiß nicht, was ihr verbraucht. Im Jahr ungefähr, also jeder hat eine Stromrechnung, ne, die muss er bezahlen. Und also ich verbrauche ungefähr so 1500 Kilowattstunden im Jahr. Und dieser Energieverbrauch pro Kapita quasi in Deutschland, das ist berechnet für alle, also nicht nur für die Bevölkerung selber, sondern auch für Industrie und Gewerbe und so weiter. Wenn wir das Camp jetzt anschauen, dann hat dieses Camp eine Bevölkerung von 5000 Menschen ungefähr, hat man mir gesagt. Wir haben 6 Generatoren, die hier laufen und ungefähr einen Verbrauch, das war der Durchschnitt von den letzten Tagen. Es gibt einen extra Talk dann von C3 Power am Sonntag, wie immer über den Verbrauch quasi auf dem Camp, 300 Kilowattstunden. Das heißt, dieses Camp alleine mit den 5000 Menschen, die hier sind, verbraucht mehr Energie als dieser gesamte Bereich hier, das gesamte Dorf Zedernick. Ja. Also nicht nur Mildenberg, sondern der ganze Bezirk. Also das ist viel. Ja. C3 Power hat ein schönes Monitoring-Tool, das ich da unten kurz dargestellt habe. Da gibt es diese Anzeige Liter Heizöl pro Stunde. Das habe ich genommen nur vom Shower Village oder von diesem Duschland da drüben. Und das war eine von den Zeiten, wo nicht alle Leute duschen gehen. Das heißt, es war jetzt nachmittags um 5 oder sowas. Zu Hochzeiten hat man dann ungefähr das Doppelte. Ja. Ich habe dann mal überlegt, was eigentlich das heißt, dass man 12 Liter Heizöl oder vielleicht durchschnittlich ein bisschen weniger braucht pro Stunde. Wir haben leider auch das Problem, dass wir hier bei uns zu Hause mit Heizöl leider heizen müssen, weil das ein altes Haus ist und das nur gemietet ist und so weiter. Modernisieren ist da ein Problem. Der Verbrauch nur vom Shower Village alleine ist ungefähr das, was in diesen 5 Tagen quasi, das wir brauchen für 2/3 vom Jahr ungefähr. Ja. Das heißt, was das Shower Village braucht, damit heizt sich den ganzen Winter durch. Also nur mal so ein Größenordnungsding zu bekommen. Ne? Die Bevölkerung von Zedernick wird 30% größer nur durch dieses Camp für diese 5 Tage. Der Energieverbrauch steigt um 120% an. Ja? Das muss man sich auch mal vorstellen. Die Frage ist halt irgendwie, wo kommt der Energieverbrauch her? Natürlich haben wir irgendwie Licht und Strom und so Sachen, aber man findet halt auch am Camp, wenn man ein bisschen rumläuft, halt Leute, die halt Föhn benutzen bei 34 Grad Celsius im Schatten, wo man sich auch fragt, muss man föhnen? Klimaanlagen, die außen an Zelten dran sind und solchen Sachen, dann beheizten Pool. Da habe ich noch ein schönes Foto bekommen heute von den C3 Sustainability-Leuten. Ich weiß nicht, ob der solar geheizt wird oder elektrisch, das kann ich nicht wirklich sagen, aber ja. Und diese Camp macht uns im Endeffekt
4 mal 10 hoch 4 Tote zusätzlich nur durch den Energieverbrauch. Ja, das ist keine Zahl, die ich mir irgendwo aus den Fingern geleiert habe. Das habe ich ausgerechnet, basierend auf harten Daten, die ich dann nachher präsentieren werde. Man kann es jetzt so sehen, dass es 4 mal 10 hoch 4 Tote zu viel sind. Allerdings ist es halt schon auch so, dass man 2500 Camps machen könnte, um einen Toten mehr zu haben, basierend auf dem Energieverbrauch. Deutschland braucht im Jahr 520 Terawattstunden komplett für Bevölkerung, für Gewerbe, für Industrie. Das ist ein bisschen aufgeschlüsselt da jetzt im Endeffekt. Das sind Zahlen aus dem Jahr 2017 vom Umweltbundesamt. Diese Quelle ist auch die Quelle für die Grafik auf der nächsten Folie. Da habe ich die Fußnote nicht mehr draufgebracht aus Platzgründen. Okay, das heißt, das ist unser derzeitiger Energiemix. Ungefähr ein Drittel ist Kohle, ungefähr ein Drittel ist erneuerbare Energien. Das heißt, es ist eigentlich gar nicht so schlecht zu sagen, man hat ein Drittel erneuerbare Energien, aber wir haben ja auch ein Drittel Kohle. Und Kohle ist dann einfach nicht so toll, ne? Also nicht so prickelnd einfach, wenn man sich überlegt, wie viel Dreckschleudern das eigentlich sind. Und wenn man sich überlegt, dass man eigentlich hergehen kann und so ein, was Physiker gerne machen, sind so Gedankenexperimente. Ne? Man überlegt sich ein Experiment, das man dann quasi im Gedanken oder auf dem Papier oder so durchführt. Wir können jetzt eine Energieversorgung bauen für dieses Land einfach so von Grund auf. Okay? Das heißt, wir können uns überlegen, wir können entscheiden, was wir wollen. Wollen wir Kernkraftwerke, wollen wir nur Wasserkraft, wollen wir Wind, was auch immer. Ja, wir können das einfach jetzt frei entscheiden. Wir sprechen nur von Infrastruktur, die generiert, also nicht von Netzwerk oder solchen Dingen. So. Und die Frage ist dann, gibt es eine optimale Kombination von Energiequellen? Und wenn man jetzt optimal sagt und Energiequellen, dann muss man zwei Sachen definieren. Ja, das eine ist optimal. Was ist optimal? Man kann halt auf alles Mögliche hin optimieren, Kosten oder CO2-Ausstoß oder Tote oder was auch immer. Ne? So. Und was verstehen wir unter Energiequellen? Also welche wollen wir verwenden hier? Also zum Beispiel macht es halt irgendwie keinen Sinn, dass ein Binnenstaat wie Österreich sagt, ja, wir machen jetzt unsere komplette Energieversorgung nur mit Offshore-Wind. Also das ist einfach pointless. Ne? So. Und ein Land wie Österreich, das per Verfassung atomfrei ist, ja, das, darauf komme ich nachher auch noch ein bisschen, wird auch keine Atomkraftwerke bauen wollen. Ja, so. Und ich habe jetzt basierend auf diesen Sachen, was unser Organismus hat, Deutschland, in unserem Gedankenexperiment, und das sind die Quellen, die ich gern nehmen würde, das ist Kohle, das ist sowohl Braun- als auch Steinkohle, das habe ich zusammengefasst als Kohle, Gas, Kernkraft, Solarenergie, Windenergie und Wasserkraft, also Speicherkraftwerke im Wesentlichen. Ja. Öl spielt in Deutschland quasi keine Rolle. Das sind so, weiß nicht, 2%, 1% oder sowas. Man könnte es einfach dazugeben in die Gleichungen nachher, aber ich habe es einfach rausgelassen, weil es hier wirklich keine Rolle spielt. Und ich glaube auch nicht, dass Deutschland ein Land ist, das einfach so viel Ölvorkommen hat, dass es sich lohnt, da jetzt Kraftwerke zu bauen, die mit dem Öl, das man irgendwie lokal schürft oder so, betrieben werden. Biomasse habe ich rausgenommen, obwohl das in Deutschland durchwegs ein Energieträger ist, der verwendet wird, weil es dazu einfach kaum Daten gibt, also nicht die Daten, die ich haben wollte, im Sinne von, da komme ich nachher dann dazu, CO2-Ausstoß und so weiter, aber es gibt einfach keine harten Daten, so, das habe ich dann rausgenommen. Und geothermale Kraftwerke gibt es hier, glaube ich, auch keine, also es kommt nicht mal vor in dem Energiemix. Das ist die Art von Kraftwerk, die quasi mit den Temperaturunterschieden in Erdschichten arbeitet. Ja. Das heißt, unsere Variablen heißen Kohle, Gas, Kernkraft, Solarenergie, Wind und Wasserkraft. Ja. Das sind die sechs, die wir verwenden wollen. Und jetzt stellt sich noch die Frage, was heißt optimieren? Was ist optimal? Ja? Man kann auf Kosten optimieren, was ist möglichst billig? Man kann aber auch auf Emissionen optimieren, was ist möglichst billig und hat möglichst wenig CO2-Ausstoß zum Beispiel. Ja? Verfügbarkeit, also das sind so Sachen dann wie, wenn man kein Öl hat im Land, dann macht es keinen Sinn, das zu machen zum Beispiel. Oder auch Wasserkraft ist so ein klassisches Beispiel. In Österreich gibt es relativ viel Wasserkraft, weil wir einfach relativ viele Flüsse haben und relativ viele Gefälle haben. Das ist in Deutschland nicht so. Ja. Also hier ist die Wasserkraft bei 4% ungefähr im gesamten Energiemix und auch ziemlich ausgereizt. Also man kann einfach nicht noch mehr Staudämme irgendwo hinstellen, weil es einfach den Platz dafür nicht gibt, das Gefälle nicht gibt und das Wasser dafür nicht gibt. Externe Kosten ist so ein Begriff, der sehr schwammig klingt, aber externe Kosten, werde ich nachher sehr viel drüber sprechen. Externe Kosten sind all die, die Kollateralschäden sind. Ja? Also Fukushima waren externe Kosten,
Leute, die irgendwie Lungenkrebs kriegen, weil sie ganz viel CO2 und andere Stickoxide oder sowas einatmen. Leute, die sterben an Umweltverschmutzung, an Folgen von ewigen Katastrophen, das sind alles externe Kosten. Ja? Definierbar nachher noch ziemlich genau. Und nicht zuletzt Emotionen. Ja? So, Emotionen sind so ein echt richtig wichtiges Ding in diesem Ding, weil also in diesem ganzen Themenbereich, weil ja, Kernkraft ist böse und Windkraft ist gut und so, das ist ja die Frage, wie man das definiert und ob man es sich auch anschauen kann, so dass man wirklich das basierend auf Fakten bewertet und nicht basierend auf irgendwelchen Emotionen. Ja? Das heißt, wir schauen uns diese Fakten jetzt an, also diese LCOE, das heißt auf Deutsch Stromgestehungskosten. Da geht es darum, man muss ein Kraftwerk, man muss es bauen, man muss Sachen schürfen quasi, dass man irgendwie Kohle hat, die muss man abbauen vorher. Man muss das Kraftwerk bauen, man muss das Kraftwerk betreiben. Ja. Und ich dachte halt auch abbauen, also Decommissioning, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, Dekommissionierung, glaube ich, also Abbau von dem ganzen Ding, kostet ja auch Geld. Ja. Und das macht mit dem ganzen Abfall. Also ja, das ist nicht drinnen in dieser Definition. Ich habe extra nochmal nachgeschaut, die Definition geht nur basierend auf dem Bau von einem Kraftwerk, dem Betrieb von einem Kraftwerk und dann auch so Dinge wie halt Kapitalverzinsung und sowas dagegen über die Laufzeit quasi. Ne? Aber prinzipiell sind diese Stromgestehungskosten etwas, damit man die einzelnen Energieformen miteinander vergleichen kann. Weil sonst, wie vergleicht man ein Kernkraftwerk mit einer Windturbine? Das ist irgendwie schwierig. Ne? Und das ist halt dieser allgemeine Konsens, das sind solche Formeln, aber im Endeffekt ja, das ist, wie es gemacht wird. Und wenn man sich dann anschaut, irgendwie eben, wir haben den Bau von dem Kraftwerk und den Betrieb, aber was wir nicht drin haben in dieser Formel, Stromgestehungskosten beinhalten nicht die Ressourcen, die man dazu braucht. Also quasi, wie kriegt man die rein? Also man muss ja irgendwie abbauen und so weiter. Dekommissionierung, also Abbau von dem Kraftwerk und den Abfall auch nicht. Ja. Und ich finde das ein Riesenbatzen eigentlich in den Kosten, gerade so Sachen, wenn man sich die Asse anschaut oder Gorleben oder sowas, ja, dann fragt man sich halt, ist es egal, ja, so, interessiert halt niemanden. Kommt nach uns, nächste Legislaturperiode so ungefähr, ja. Diese Stromgestehungskosten sind aus einer Fraunhofer-Studie, da ging es eigentlich darum, für erneuerbare Energien, das heißt, da ist kein Nuklear drin zum Beispiel, und auch kein Hydropower. Das sind die Zahlen, die ich genommen habe, also für Solar zum Beispiel, das sind ja drei, da geht es um den Unterschied, ob man das aufs Dach macht oder auf dem Boden quasi, also ebenerdig, oder ob man diese riesen Farmen baut, die man hin und wieder so am Rande von Autobahnen sieht. Das macht einen Unterschied in den Kosten von den Dingern. Ne? So. Und das Gleiche dann irgendwie für Wind. Onshore ist wesentlich billiger als Offshore, und wenn man jemals gesehen hat, wo so ein Offshore-Park ist und wie der aussieht, und wie der da hingebracht wird und aufgebaut wird, dann weiß man warum. Es ist einfach, ja, es ist ziemlich aufwendig. Biogas und, also wie heißt das, das andere Gas, dass das aus der Leitung quasi aus Russland kommt, die haben wesentlich unterschiedliche Stromgestehungskosten. Das macht dann natürlich Sinn, weil das eine Gas kann man billiger herstellen, das andere ist irgendwie aufwendiger und wird auch in viel kleinerem Maßstab gemacht. Das sind die Daten, die ich verwendet habe für die Preisgestaltung. Ja? Über das Modell spreche ich dann später. Der zweite Faktor ist Emissionen. Und da gibt es ein schönes Maß. Das nennt man CO2X. Und das heißt quasi, Kraftwerke stoßen nicht nur CO2 aus, sondern auch CO, also Stickoxide und Schwefeldioxid und andere Dinge, hat auch Methan zum Teil. Und nicht alle machen die gleiche Erderwärmung. Ja? Also manche Gase verursachen mehr Erderwärmung als andere. Und deswegen hat man dieses Maß da eingeführt, das ist CO2-äquivalent, um die Sachen vergleichen zu können. Das ist so wie die Stromgestehungskosten, ein Maß, dass man halt irgendwie auf einen gemeinsamen Nenner kommt, damit man nicht Äpfel mit Birnen vergleicht. Ja? Da gibt es auch schöne Daten dazu. Das ist dieses IPCC, ist das Intergovernmental Panel on Climate Change oder so, ist eine Schweizer Organisation, die eine Publikation in 2014 gemacht hat, wo genau diese Sachen versucht werden zu vergleichen. Ja, man muss auch sagen, das sind sehr dynamische Daten, ne, weil Technologien ändern sich und Technologien, die werden reifer und stoßen weniger CO2 aus zum Beispiel,
Da kann man sich überlegen, wenn man Rechner anschaut, na, wie die vor 20 Jahren ausgesehen haben, wie die jetzt, also Technologie ändert sich und deswegen sind das dynamische Daten. Aber das sind die Daten, die ich für das CO2-Äquivalent verwendet habe für mein Modell. Das sind die hier. Und man sieht eh schon ziemlich deutlich, was auch ganz klar war im Endeffekt, wenn man sich mal einfach mit Hausverstand überlegt, dass Kohle einfach da ziemlich weit oben ist. Ja. Gas auch und halt so, ja, nicht überraschend auch, dass Kernkraftwerke im Endeffekt nicht viel CO2, sie sind CO2-neutral. Ne? Also sie haben andere Probleme, aber das Problem haben sie nicht. Ja. Und ganz viele andere Probleme, aber das CO2 ist keins davon. Externe Kosten sind wirklich ein hochspannendes Thema. Es ist ein hochkomplexes Thema, wenn man sich überlegen muss, dass es ein riesen Konglomerat an Faktoren ist, die da einwirken. Ne? Also man hat es gibt Modelle, auf die ich dann nachher komme, die im Endeffekt, also definiert ist es so, dass man sagt, wenn jemand, der nicht verantwortlich ist für etwas, was passiert, aber die Kosten oder den Benefit davon tragen muss oder kann. Ja? Also zum Beispiel die Bevölkerung von Pripyat beim Tschernobyl-Accident war genau so eine Sache, dass die nichts dafür konnten, dass dieses Kraftwerk hochgegangen ist, aber dass sie trotzdem mal dann ihre Häuser verlassen mussten und so weiter. Ne? So. Also die waren die Leidtragenden, aber nicht die Verursacher. Und das sind externe Kosten. Also nicht, was der Verursacher trägt, sondern das, was halt drumherum ist quasi. Und das sind halt Beispiele eben Umwelteinflüsse. Ne? Also Leute, die flüchten müssen, Leute, die irgendwie radioaktiver Belastung ausgesetzt sind, Leute, die wegschwemmen werden von Tsunamis, solche Dinge. Ne? So. Recycling. Ich habe wenig Ahnung von Solartechnologie, muss ich sagen, aber ich habe mal sagen lassen, dass das Recycling relativ teuer ist und relativ aufwendig ist. Und auch ein schönes Thema sind diese Beyond Insurance Accident Effects. Ne? Also das ist so Tschernobyl, Fukushima, irgendwelche Dammbrüche mit irgendwie 400.000 Toten, solche Sachen, die sind nicht versicherbar. Da haftet der Staat im Endeffekt für diese Dinge. Dann gibt es halt ganz viele Emotionen um dieses ganze Sachen rum, irgendwie so, für uns ist irgendwie Wasserkraft was ziemlich Sicheres. Ne? Also wir haben nie Dammbrüche erlebt hier, die wesentlich Impact hatten auf unsere Gesellschaft. Also es ist nie irgendwie ein Nachbarort oder, keine Ahnung, irgendwo halt in der Republik ein Damm gebrochen und hat halt 100.000 Leute weggeschwemmt. Das ist nicht passiert. Und ich dachte eigentlich auch, dass es eine relativ sichere Technologie ist, bis ich mir halt mal die Daten angeschaut habe, die in der Wikipedia so stehen. Da gibt es einen ganzen Artikel nur über Dammbrüche. Ja, so. Und das ist so eine Latte, das ist nur ein kleiner Ausschnitt. Ja. Und der größte war in China, in einem Ort, den ich noch nie gehört habe vorher. Ich habe auch das Desaster quasi noch nie gehört habe. Das ist das, was da ganz unten sind mit den 171.000 Toten. Ich habe die ganzen Tote in dieser Wikipedia-Tabelle zusammengerechnet seit 1960. Ja, und bin dann auf 368.000, also die Zahl, die da steht, ungefähr gekommen. Dieser Dammbruch war ein Resultat vom Taifun Nina 75 und es gab 11 Millionen Flüchtlinge nach dem. Also 11 Millionen Leute haben ihre Zuhause verloren und ich habe davon noch nie gehört. Und ihr wahrscheinlich auch nicht. Ne? So. Aber das ist so Emotion. Es ist sicher, naja, wir kennen es halt nur als sicher. Das heißt nicht, dass es sicher ist. Das ist meine Lieblingsfolie. Also Österreich ist per Definition, das ist ein Teil von der Verfassung von der Republik Österreich. Atomfreies Österreich. Also es gibt keine Atome in Österreich, ne? Ne, wirklich. Also, die mögen wir halt nicht, die Atome. Ne? So, die Zahlen, die da drunter sind, diese 23.000 Tote, die kommen aus einem Report vom Paul-Scherrer-Institut. Die Quelle ist dann ein paar Folien nachher, weil da möchte ich noch ein bisschen mehr drüber sprechen dann. Das ist nur Tschernobyl, was da steht. Das sind Liquidatoren, das ist dieser offizielle Bodycount von 31, ist natürlich völliger Bullshit, ne? Also muss man einfach sagen. Das sind Leute, die an Strahlenkrankheit gestorben sind, entweder sofort oder halt kurz nachher in den nächsten 3 Jahren quasi nach dem Incident, in den letzten 3 Wochen nach dem Incident. Und dann halt auch diese ganzen Sachen, wie viele Leute haben, wie viel Dosis abbekommen und wie viele Fälle von Leukämie sind zu erwarten auf Basis von dieser Dosis. Ja? Also mittlerweile könnte man theoretisch schon Aussagen darüber treffen, weil es jetzt lange genug her ist. Diese Langzeitfolgen von Exposition mit radioaktiver Strahlung ist immer so eine Sache, die dauert halt eine Weile, bis sie dann wirklich auftaucht in der Statistik. Ne? Und im Endeffekt ist es so, nachdem das in einem Land passiert ist, das nicht unbedingt
bekannt war für Transparenz, werden wir diese Sachen wirklich nicht einfach, wir wissen es nicht und wir werden es auch nie wissen, das ist einfach ein Fakt. Ja. Diese 31 sind Bullshit. Das PSI hat eine ziemlich schöne und gute Analyse gemacht. Wie gesagt, die Quelle, die werde ich dann nachher noch nennen, das ist auch so ein 1000-Seiten-Report oder sowas. Aber es gibt dann, ich habe mal sogar die Seite aufgeschrieben, glaube ich, genau. Auf dem Report, den ich nachher referenzieren werde, Seite 276 und die folgenden, da ist es sehr genau aufgeschlüsselt. Diese 135.000 Menschen sind die, die diese Exclusion Zone verlassen mussten. Ja? Und die Langzeitschäden von denen sind in diesen 23.000 Toten auch drinnen. Also das sind Schätzungen. Ja? Wir wissen es nicht und wir werden es nie wissen. Nur, dass man, und es ist nur Tschernobyl. Da ist Fukushima noch nicht drinnen, wo wir noch keine Ahnung haben. Wenn ihr jetzt sagt, ja, was ist mit dem Rest, irgendwie so Three Mile Island, gab es keine Toten. Also nachweislich wirklich keine. Es gab Schaden und alles, aber keine Todesfälle, weil die Evakuierung gut gelaufen ist, weil die Leute Jodtabletten gekriegt haben, weil es gut gelaufen ist. Ja? Also das Katastrophenmanagement gut war. Das war es in Tschernobyl nicht und das war es in Fukushima auch nicht. Und ja, letzteres habe ich ja miterlebt. Darüber werde ich später noch sprechen. Also wir haben jetzt unser Gedankenexperiment. Ja? Wir wissen jetzt, welche Energieformen wir haben wollen und wir wissen jetzt auch, welche Faktoren wir nehmen wollen, nämlich den Preis, wie viel zahle ich pro Kilowattstunde Strom, Emissionen, also möglichst niedrigen CO2-Ausstoß oder halt generell Emissionen und externe Kosten. Auf Verfügbarkeit braucht man nicht optimieren, weil das ist irgendwie nicht wirklich interessant. Wir wissen irgendwie, was Hydropower hat, also Wasserkraft hat eine gewisse Limitierung hier in Deutschland. Das ist aber, ja, da kann man drüber reden, aber das braucht man in dem Kontext nicht. Und ich werde nicht über Emotionen reden, ja. Also stimmt nicht ganz, werde ich schon machen. Aber erstmal in diese ganzen Gleichungen gehen die nicht ein, oder? Also sie sollten nicht eingehen. Wir sollten nicht emotional entscheiden, welchen Energiemix wir haben wollen. Wir sollten dann doch basierend auf dem entscheiden, was gut für die Umwelt ist, was gut für uns ist, was verfügbar ist und was billig ist. Oder? Also so ein optimiertes Ding. Darüber haben wir schon gesprochen, das kann ich gleich mal überspringen. Ne? So, Externalität habe ich selber akut erlebt. Ich bin am 13. März 2011 nach Japan geflogen für die Austrian Airlines als Assistenzanforderung von dem, ja, vom Verteidigungsministerium in Österreich. Wir haben links da irgendwie in dem Rucksack habe ich drin ein komplettes mobiles, eine Kammerspektrometrie, die wir gefahren haben, weil die Austrian Airlines nicht fliegen wollten, ohne zu wissen, wo sie hinfliegen. Die Austrian und die Finnair waren die einzigen beiden Fluglinien, die am 13. und den Tagen danach, den drei Tagen, am Ex-Tokio geflogen sind. Ja? Sonst hat sich einfach keiner daran getraut. Und wir sind da hingeflogen, wir hatten keine Ahnung, was uns erwartet. Wir wussten nicht, was Sache ist. Es gab keine Info von der TEPCO, es gab keine Info von der IAEA. Ja, also schauen wir mal. Es war sehr, sehr viel Jod. 131 da, sehr viel, ja. Also wir haben ein schönes buntes Spektrum gehabt, ja, um es so zu sagen. Das rechte Foto ist aus dem Laden in Tokio, irgendwie ein Lebensmittelgeschäft, wo die ganzen Milchregale, also alles, was Milch und Milchprodukte waren, haben sie komplett leergeräumt, weil die Sachen so belastet waren, dass man die nicht mehr verkaufen können. Ja. Zu diesen externen Kosten gibt es zwei sehr gute Studien. Das ist eine, diese Subsidies and Costs of European Union Energy, die basiert auf der zweiten Quelle und das ist so ein Report von der Europäischen Kommission mit 10 Volumes und ich glaube 14.000 Seiten. Ich habe es nicht geschafft und ich glaube nicht, dass es irgendjemand hinkriegt, außer du nimmst dann ein Jahr oder zwei oder so Zeit, das wirklich aufzuarbeiten. Das ist fast unmöglich. Ne? Also es gibt halt dann diese Executive Summaries und so, Zusammenfassungen, wo man sich überlegen kann, ja, ist es auch wirklich das, was die Daten sagen oder ist es das, was ihr sagen wolltet? Ja? Basierend auf dem gibt es aber dann doch ganz gute Analysen. Also wie die das gemacht haben, ist so, da gibt es einen Anspruch, der heißt Impact Pathway. Also man geht dann quasi hin und überlegt sich, was schmeißt das Kraftwerk raus und welche Möglichkeiten hat es zu interagieren mit Menschen, mit Pflanzen, mit Tieren etc. Und dann überlegt man sich so quasi im Pathway, was das alles sein kann und wie wahrscheinlich das ist. Und dann kriegt man halt Resultate, die dann halt entweder bezifferbare Schäden, also quasi monetäre Schäden sind oder halt Fatalities, Menschenleben, die da sterben, also Menschen, die sterben auf Basis von dem. Und das ist ziemlich deprimierend, ja.
Ich weiß nicht, ob man das gut sehen kann. Ich konnte es nicht recht viel größer machen. Es ist nämlich so, dass externe Kosten werden normalerweise nicht in Drucken pro Terawattstunden beziffert, sondern in Euro pro Megawattstunde oder in Eurocent pro Kilowattstunde oder irgendwas in der Gegend. Das heißt, man beziffert wirklich in diesen Studien Menschenleben mit Geld, indem man überlegt, welche Kosten entstehen durch die Verletzung von den Menschen. Also der wird krank, der kann nicht mehr arbeiten. Was hat die Volkswirtschaft dann davon, dass er nicht mehr arbeiten kann? Dem muss man dann Krankengeld zahlen, der muss ins Krankenhaus, der muss behandelt werden, solche Dinge. Ne? Also man beziffert hier wirklich Menschenleben mit Geld. Und es gibt sehr, sehr wenig, also für diese Aussagen, wie viel Tote pro Terawattstunde welche Energieform liefert, muss man echt wirklich, und das habe ich versucht zu machen, so gut ich konnte, in diese Tiefen von diesem External E-Report, den ich davor referenziert habe, reingehen. Das heißt, man sucht sich durch 17 Inhaltsverzeichnisse dann dahin, wo man hinkommen will, und dann findet man eine Tabelle, die ist halt irgendwie so groß, auf so einer DIN A4-Seite, und da steht dann irgendwie ganz klein, so viele Tote gibt es pro Terawattstunde. Ja? Genau. Was man auch machen muss, wenn man halt Risikoanalyse macht, irgendwie, ist halt dann sich zu überlegen, nicht nur, wie viele Leute sterben beim Schürfen von Kohle, wie viele Leute sterben beim Betreiben, quasi, weil sie irgendwie von der Leiter fallen oder sonst was, sondern auch, was passiert, wenn halt richtig böse Unfälle passieren halt. Ne? Also so, das, was gemeinhin als GAU bezeichnet wird, das gibt es nicht nur in der Kernenergie, das gibt es halt in jeder anderen Energieform auch. Nur so ein GAU in einem Kernkraftwerk heißt halt, naja, das haben wir alle irgendwie im Fernsehen gesehen. Normal kriege ich jetzt Feedback so. Tschernobyl haben wahrscheinlich viele gesehen hier, diese schöne Serie, die übrigens wirklich empfehlenswert ist. Sie hat einige Ungenauigkeiten, aber an sich ist sie sehr, sehr gut. Ja. Aber GAUs gibt es halt auch bei Windkraftwerken. Wenn so ein Windkraftwerk irgendwie Feuer fängt, also so eine Turbine, dann gibt es da zwei Typen. Die einen haben diese Stahlkonstruktionen, auf denen sie stehen, und die anderen haben diese hohlen Dinger. Ne? Also Offshore ist alles hohl, da kann man unten reinsteigen und dann mit rauffahren, da gibt es Aufzüge und so. Und wenn es brennt, dann kommt die Feuerwehr, macht nichts. Ja? Einfach gar nichts. Das Ding brennt ab, kontrolliert, weil du kannst es nicht löschen. Das hat so einen Kamineffekt, dass du einfach nicht rankommst. Und ja, also der Schaden, der da entsteht, ist dann quasi, die Feuerwehr muss im Einsatz sein, die muss man bezahlen, man muss das Ding abbauen, halt nachher muss die Feuerwehr kommen und die Trümmer wegräumen. Aber solange kein Mensch drin ist, ist es halt nicht so schlimm. Ne? Beim Kernkraftwerk ist es halt ein bisschen anders. Und dieser Report macht eine sehr, sehr gute Analyse von allen Energieformen, die ich da genannt habe, mit wirklich auch diesen ganzen Unfällen auch aufgearbeitet. Und diese Tschernobyl-Daten von vorher, die sind aus diesem Report. Das ist wirklich empfehlenswert. Also auch so ein blödes Ding, also riesengroß. Aber ja, das sind die Ergebnisse von dieser externen E-Studie, zusammengefasst von Nils Dahlfeldt und Erik Wigdal. Das sind zwei schwedische Physiker, die einen Report gemacht haben für eine polnische Konferenz 2001 für schwedische Energiepolitik. Da ging es darum, ob man ein gewisses schwedisches Kernkraftwerk besser abschaltet oder nicht. Und die haben die Daten schön aufgearbeitet, und es war man hätte die selber machen können, aber die gibt es halt schon. Und wenn man sich da mal Deutschland anschaut, dann sieht man, dass halt Öl mit Abstand die meisten Toten pro Energieeinheit, also pro Terawattstunde, Gigawattstunde, was immer, hat. Hier sind es wirklich Tote pro Terawattstunde. Ja. Und wenn man sich das anschaut, diese Skalierung, dann haben wir 80 Tote pro Terawattstunde für Öl in Frankreich zum Beispiel. Wir haben 520 Terawattstunden in Deutschland jedes Jahr. Also das ist nicht ein halber Toter oder 4×10⁻⁴ oder sowas, das sind echt Zahlen, die Effekt haben. Ja. Und genau, also diese Zahlen habe ich genommen für die Analyse nachher. Das heißt, wir können jetzt irgendwie zu unserem Gedankenexperiment zurückgehen, ob es einen optimalen Mix gibt, der irgendwie optimiert ist auf die Faktoren, die wir vorher gesagt haben, auf Preis, Emissionen und auf diese externen Kosten. Ja? Das heißt, wir können jetzt hergehen und optimieren, so viel wir wollen. Ich habe dafür MATLAB verwendet und diese Faktorenmatrix. Ja? Die Quellen sind die, die ich vorher genannt habe. Das sind die harten Zahlen dazu. Ich werde den Vortrag auch nachher hochladen, aber ich wollte nicht die Überraschung verderben. Deswegen habe ich es nicht vorher gemacht. Aber die Folien werden nachher verfügbar sein. Die Variablen sind Kohle, Nuklearenergie, Wasserkraft, Gas, Solar, Wind. Alles in Terawattstunden. Und wir haben Constraints, also Randbedingungen. Ja? Wir brauchen 25 Terawattstunden. Das heißt, wir müssen so viel oder mehr generieren.
Das ist die untere Rahmenbedingungen, die Rahmenbedingung, Entschuldigung. Und wenn man dann nur auf Kosten optimiert, also sagt, es ist mir egal, wie viele Emissionen das Ding ausstößt, es ist mir egal quasi, wie viele Leute da sterben, dann bekommt man das. Das ist alles überraschend, weil halt irgendwie Wasserkraft mit 2 Cent pro Kilowattstunde einfach am billigsten ist. Ja. Das Problem ist nur, dass wir halt diese maximale Kapazität für Wasserkraft haben hier in Deutschland, die 21 Terawattstunden ist. Ja. Das heißt, wir brauchen noch eine zusätzliche Randbedingung, das ist diese Wasserkraft ist kleiner oder gleich 21 Terawattstunden. Und wenn man das dann reingibt, dann kriegt man 21 Terawattstunden Wasserkraft und 499 Terawattstunden Kernkraft. Das ist nur eine reine Preisoptimierung mit dieser Randbedingung, dass wir halt nur 21 Terawattstunden aus Flüssen irgendwie generieren können. Ja. Und Kernkraft ist die zweitbilligste Technologie. Das heißt, es ist auch logisch, dass er die dann nimmt, quasi, wenn halt keine anderen Randbedingungen da sind. Wenn man jetzt hergeht und Kosten und die CO2-Emissionen sich anschaut, dann ist die Überraschung auch nicht groß, weil wenn man das irgendwie dazu gibt, dann kriegt man immer noch die gleichen Zahlen, weil halt Nuklear nun mal einfach eine neutrale CO2-Bilanz hat, ja? Was Wasserkraft nicht hat. Also ich weiß nicht, ob wir noch dazu kommen. Zeitmäßig schauen wir schon ein bisschen schlecht aus. Ja, also da gibt es ein interessantes Teil, dass Wasserkraftwerke, große Speicherkraftwerke relativ viel Methan generieren durch diese anaeroben Bedingungen, die unten sind. Und wenn man die quasi ausschwemmt, dann kommt das ganze Methan da raus. Deswegen haben die keine neutrale CO2-Bilanz. Also CO2-äquivalent, sie generieren Methan, aber ist ja egal. Wir schauen uns nochmal die Faktormatrix an. Wir hatten gesagt, Wasserkraft und Nuklearenergie. Und wenn man sich die Sachen halt anschaut, Preis 2 versus 5 Euro Cent pro Kilowattstunde und CO2-Emissionen, ja, 24 versus 12 Gramm CO2-Äquivalent pro Kilowattstunde. Also irgendwie, das System scheint ordentlich zu funktionieren. Noch gibt es keine Überraschungen. Ich fand das relativ interessant. Ja. Also ich dachte wirklich, dass hier da ein bisschen mehr ergibt, aber es ist auch so, dass man sich halt, wenn man sich die Faktormatrix nochmal anschaut, die Toten pro Terawattstunde auch im Endeffekt, gehen wir mal zurück, Kohle hat mit Abstand die meisten. Ja. Nuklear hat 2, Wasserkraft 1. Also Solarenergie könnte man noch nehmen. Ne? Die hat auch eine gute Todesbilanz und so quasi. Aber im Endeffekt ist es halt einfach ziemlich teuer. Ne? Wenn man sich das anschaut, das ist die teuerste Energieform momentan. Und warum da nicht nun steht, ist, dass Leute sterben, wenn sie Solarpanels auf Dächern anbringen. Ja? Die fallen runter vom Dach und das macht diese Todesbilanz, weil sonst gibt es da nicht recht viel zu sagen dazu. Ne? Ich habe gesagt, ich optimiere nicht auf Emotionen, aber das muss ich natürlich machen, weil ich denke mal, es ist relativ langweilig zu sehen, ja, 21 Terawattstunde Wasserkraft und 490 Nuklear, irgendwie, warum haben wir das nicht? Ja? Wenn man dann Emotionen dazu gibt, ich habe versucht, so ein bisschen normalisierte Gewicht, also eine Gewichtung zu machen, so quasi. Also diese ganzen Emotionen, also die summieren sich auf 1 und die multipliziere ich ins Modell rein. Und ich habe jetzt nochmal wirklich so ein Educated Guess gemacht, so was finden die Leute am schlimmsten, was finden sie am schönsten oder was finden sie am ja, wenigsten problematisch. Und es ist schon so, dass Nuklearenergie halt einfach, die Leute mögen das nicht. Ja. Deswegen hat das die höchste Gewichtung her. Dann bekommt man die Ergebnisse, die man da sieht, ja. Das System möchte dann immer noch Wasserkraft mit den 21 Terawattstunden, aber den Rest möchte dann bitte aus Wind machen, weil die Emotionen für Nuklear sind halt so scheiße. Das Problem ist nur halt, dass Windkraft ist nicht grundlastfähig. Grundlast heißt, dass du halt das Land nicht nur dann Strom haben möchte, wenn der Wind weht oder wenn die Sonne scheint und die Speicherkapazitäten nicht da sind, um das hundertprozentig zu machen. Und deswegen habe ich dann eine Randbedingung eingefügt, die uns sagt, okay, grundlastfähige Kraftwerke, das ist Kohle, Kernkraft, Wasserkraft, Gaskraftwerke, müssen mindestens die Hälfte vom Strom ausmachen. Ja. Und dann kriegt man halt sowas. Wir haben immer noch 21 Terawattstunden Wasserkraft, Nuklear ist jetzt wieder angestiegen, und das macht so halbe Wind und Kernkraft. Ja, so. Also nimm die Hälfte aus dem grundlastfähigen Kernkraftwerk und da mach so viel Wind, wie du kannst dazu, damit das halt emotional auch okay ist. Ne, so.
Im Endeffekt ist das Modell halt total unvollständig. Ja. Im Endeffekt, man könnte auch dann Abfallmanagement reinbringen, Dekommissionierung, solche Sachen. Ja. Also ich glaube, gerade Abfall ist ein richtig interessantes Thema da, wenn man so überlegt. Ja. Aber das ist dann auch so, wie beziffert man das? Ich hätte es so machen können wie die Emotionen, dass ich einfach irgendwas normalisiert auf 1, dann Gewichtungen dazu mache, aber die Daten reichen einfach nicht, um das ordentlich zu machen. Aber vielleicht habt ihr Ideen, ja, dann bin ich froh, die zu hören. Wer nicht im Saal sitzt, sondern nachher die Aufzeichnung ansieht, wird es nicht gehört haben. Aber wir haben ein Lied zum Eingang gespielt, irgendwie, wo es genau darum geht, diese Emotionen für Kohle, Mining, Kernkraft und so weiter. Ja. Und Sting singt halt irgendwie Deadly for 12.000 Years, Carbon 14, was völliger Blödsinn ist, weil C14 ist ein ziemlich nützliches Ding, man kann damit schöne Datierungen machen. Aber es geht um Emotionen, ja, viel mehr als um irgendwas anderes. Wenn man wirklich nur sich Fakten anschaut, ist Kernkraft schon das, was wir haben wollen eigentlich. Ja. Solange man die Kraftwerke ordentlich betreibt, was nicht passiert momentan. Ja, ich war 5 Jahre lang in der Kernenergie als Ingenieurin und ich sage, das wird nicht ordentlich gemacht. Ja. Man könnte es besser machen. Es ist eine gute Energieform, wenn sie ordentlich gemacht wird, das wird sie nicht gemacht. Auch die ganze Abfallwirtschaft ist einfach nur scheiße, um es mal ehrlich zu sagen. Ja, so, also man könnte durch Transmutation und solche anderen Technologien, Wiederaufbereitungen, das Ding schon ein bisschen optimieren auch. Ne? Das wird nicht gemacht, weil es einfach zu teuer ist. Das lohnt sich dann nicht mehr. Also der Preis pro Kilowattstunde wird dann so enorm ansteigen, dass es einfach nicht mehr auszahlen wird. Die Frage ist, ist was wichtig? Worauf wollen wir optimieren? Was sind die Schwerpunkte, die wir setzen wollen? Wollen wir saubere Energie haben oder kann es das was kosten, auch saubere Energie zu haben? Oder geht es nur im Endeffekt darum, was auf der Stromrechnung dann draufsteht? Ja? Das ist eine Frage, die ich stellen muss, die ich ja nicht beantworten kann. Vielen Dank. Ihr findet mich nachher auf dem Chaos-Balkon im Milliways. Auf Twitter bin ich als Julia Rieder. Und ich möchte Marei Danke sagen, die jetzt parallel im anderen Zelt, der den Talk hält, die hat das Beamer-Template gemacht. Vielen Dank. Ich sehe so schlecht. Also wenn ihr Fragen habt, ich sehe leider ganz, ganz schlecht, weil die Scheinwerfer so hell sind dann, ja. Fragen? Vielen Dank, Julia. Wer Fragen hat, bitte ein Mikrofon im Saal anstellen. Da gibt es freundliche Menschen für. Ansonsten kann man auch online Fragen stellen. Wir haben noch knappe 2 Minuten für Fragen. Jawohl, bitteschön. Danke. Mich würde interessieren, was passiert, wenn man bei allen, bei den Kosten, eigentlich von A bis Z alles mit einrechnet, mit Entsorgung, mit CO2-Emissionen. Gibt es da überhaupt Rechnungen? Kann man das abschätzen? Man kann es ausrechnen, theoretisch. Ja, es ist schon so, dass diese externe E-Studie diese Daten sicher auch irgendwo drin hat. Aber die sind so vergraben, dass man damit wirklich suchen kann. Und die Zeit, ich habe mal 2 Monate Zeit genommen, das zu recherchieren. Und die haben nicht gereicht dafür. Ja? Also wenn ich mich jetzt ein Jahr hinsetze, dann kann man die Daten finden, denke ich. Aber es ist schon so, dass man richtig graben muss. Also richtig, richtig tief in so EU-Reports, die irgendwie nur gescannt sind, die nicht suchbar sind auch, ne? Weil sie irgendwie aus den, keine Ahnung, 90er Jahren sind oder sowas. Und das sind zwar PDFs, aber das sind einfach Scans, ne? Und ohne OCR oder irgendwas. Man kann die nicht wirklich suchen. Und ich glaube, wenn man eine Doktorarbeit draus macht, dann kann man das machen. Ja? Dann kann man diese Preise wirklich ausrechnen. Aber ich kann es nicht, also nicht in dem Rahmen. Vielen Dank, Jan. Vielen Dank. Signal Angel, du hast eine Frage zum Netz, bitteschön. Okay, I have a question. The price per energy for the nuclear power is the waste, is this included? I told you that it's not. Okay. Das Stromgestehungskosten, das Levelized Cost of Energy, inkludieren wirklich nur den Betrieb und die Kapitalinvestitionen, die Zinsen, solche Sachen. Ne? Aber nicht den Abfall und auch nicht die Unfälle, die passieren, solche Sachen. Also externe Kosten sind nicht wirklich eingerechnet. Nee. Okay. Ja. And
Have you an estimation what it would cost like if it was properly done or something like that? I have no idea. That's my honest answer. Ich habe keine Ahnung. Ich könnte, wie gesagt, die Vorrednerin hat das Gleiche gefragt oder was Ähnliches gefragt. Ja, man könnte es theoretisch ausrechnen, wenn man sich ein Jahr oder zwei Zeit nimmt und reingräbt in diese Dokumentation. Ja. If you go deep inside in these reports, then you can possibly calculate all these things, but it's not possible within a month or two. You need really time for that, like a year or two, then it could be done. But I couldn't do it in this time frame, so I don't know. Sorry. Ja. Vielen, vielen Dank für deinen Vortrag. Gern geschehen.